Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2016 mit mir, Alabach 1990. Ja, wir befinden uns jetzt, oder wir gehen jetzt zum ersten Training hier in Spa, Francorchamps. Und ja, mal gucken, was die Kommentatoren zu sagen haben. Heute stehen wir an der längsten Rennstrecke des Formel 1 Kalenders. Willkommen am Circuit des Spa Francorchamps zum heutigen Training. Die Strecke in Spa ist eine der legendärsten Strecken im Rennkalender und die Eau Rouge eine der berühmtesten Kurven in der Formel 1 Geschichte. Nicht mehr so extrem gefährlich wie früher, aber immer noch eine echte Mutprobe. Die Eau Rouge war Schauplatz einiger unglaublicher Momente im Laufe ihrer Geschichte. Ich erinnere mich da an Mark Webbers wagemutiges Überholmanöver 2011 gegen Fernando Alonso. Alle Zuschauer hielten den Atem an, als Webber den mehrfachen Weltmeister mit 270 km/h auf der Außenlinie überholte. Jo. Wir lassen mal alles so eingestellt. Und starten direkt. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Schon länger jetzt mit F1 nicht mehr gefahren oder überhaupt zu tun gehabt. Und ich würde sagen, wir starten sofort die Streckenakklimatisierung. Fliegende Runde. Ich muss mich natürlich auch erst wieder einfahren. Klar, logisch. Und interessant, dass meine Dingens wieder verstellt war. Na komm, gib mir. Meine Steuerung. Nicht meine Steuerung, meine Sicht. Ja. Spa-Francorchamps, Belgien. Ich finde die Strecke an sich mega cool, weil die macht echt Laune. Ich bin ja auch schon mal gefahren. Auch hier schon mal. So, zack. Erstmal langsam ran. Tasten. Und ich würde sagen, auf geht's. Ja, ihr kennt's, ganz normal. Streckenakklimatisierung. Allen drum und dran. Komm rum. Und dann ganz normal Qualifying, alles drum und dran. Natürlich alles so kurz wie möglich. Hoffe ich mal zumindest. Oh, na schade. Und ja, wie gesagt, ich strebe ja alles nur an, weil ich möchte halt so kurz wie möglich die erste Folge haben. Das wisst ihr ja. Um halt eventuell doch mal... Na schade, den einen oder anderen vielleicht doch noch hier zu verleiten, noch das Rennen zu schauen. Oh. Und ja. Also bis jetzt sieht es aber noch nicht relativ gut aus. Ja, ich muss erstmal langsam, weil ich habe hier so oder so nachher meine eigene Linie mehr oder weniger, die ich fahre. Also von daher ist die Streckenakklimatisierung für mich erst immer so eine Eingewohnheit. Und mit den Mediums kannst du sowieso nicht wirklich schnell hier fahren. Also von daher ist es halt für mich immer nur so ein Training. Was es eigentlich auch sein sollte, ne? Oder beziehungsweise was es eigentlich auch ist. Nichtsdestotrotz finde ich die Strecke, ich wollte gerade schon hier Map sagen, relativ cool. Da kann ich bedeutend schneller durchdüsen. So, 70 Punkte brauche ich nochmal. In der Hoffnung, dass ich die auch bekomme. Und zack. Ja, zu langsam. Oh, komm rum. Ne, reicht sogar. Nice. Geil. Dann haben wir das schon mal geschafft. Und ich würde sagen, wir gehen zurück in die Garage und machen unsere Quali. Ja, ich muss erstmal wieder in den Sprachfluss reinkommen. Das letzte, was ich aufgenommen habe, also F1 2016, bis wenn ihr das hier seht, sind schon jetzt 2 Monate oder 1 Monat vergangen, weil ich nehme das jetzt am 4. März auf. Ich nehme Formel 1 komplett im Vorfeld auf, weil das halt eigentlich relativ viel ist zum Aufnehmen. Und es dauert halt auch immer seine Zeit. Ich versuche immer 3 Rennen, also 3 originale Rennen, aufzunehmen. Und ja. Ja, ist okay. Darum ist Formel 1 komplett, ich sag mal, eine komplette Voraufnahme, so dass ich das denn nur noch hochladen brauche. Zack. Oh, komm rum. So, ich hoffe mal, dass Hamilton nicht stört. Aber jetzt geht's nämlich um alles.
Na, die Kurve nicht gut erwischt, muss ich sagen. Ich finde, die Kurve ist auch relativ schwer, weil du musst halt immer gucken, wie bremst du an und alles. Aber die Orouge fährt sich auch, die fährt sich mit Lenkrad halt so mega geil. So, und klack. Das Gute ist, wir haben die Supersofts drauf. Wir können halt ein bisschen später bremsen und alles. So, nehme ich hier dann bei... Schön bei 100 Meter. Rein im dritten. Den kann man sich hier nämlich nochmal schön rumrollen lassen. Das alles sind natürlich unten nur Richtwerte. Aber zum größten Teil stimmen die Richtwerte hier unten. Dass man die auch super fahren kann. Also die Ganganzeige meine ich damit. So, ich bin mal gespannt, wie gut wir uns hier schlagen können. In Sachen Qualifying nachher, beziehungsweise auch dann nachher im Rennen. Vielleicht reicht es ja wieder für eine gute Platzierung. Ich denke mal nicht, dass es so wie in... Scheiße, wie in Hockenheim wird. Na, egal. Nee, komm. Ich setze nochmal neu an. Trainingsprogramm wiederholen. Ist ein bisschen blöd gelaufen gerade. Ah, super. Na gut. Ich da habe jetzt... Warum war ich jetzt der Annahme, dass ich mich weiter nach vorne gesetzt habe? Dass er mich weiter vorne einsetzt. Na gut, egal. Ich glaube, erster werde ich nicht. Weil Hockenheim war schon geil, muss ich sagen. Schön in Regenchaos wieder. Das gefällt mir. Oh, da stand ich, glaube ich, viel zu lang auf der Bremse. Aber gut. Ich würde mal sagen, auf ein neues. Also ihr seht, dass ich mit Spar bedeutend besser klarkomme. Oh, Kurve sogar schön gekriegt. Als jetzt mit Ungarn, also mit dem Hungaroring bzw. Silverstone. Und wir haben auch ein starkes Auto, was auch relativ gut liegt. Wir haben ja schon diverse Verbesserungen drin. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt weiter sparen tue. Oder ob ich auf eventuell auf Dingen sparen soll. Das schon nehmen soll. Na, sag schnell. Benzinverbrauch habe ich ja nochmal. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Einmal, den kann ich ja nochmal einmal verbessern. Das war halt weniger Spritverbrauch. So, relativ gut rein, dass wir relativ gut rauskommen. Wie ihr seht, ich habe 0,4 Sekunden vorhin schon verloren gehabt, weil ich so einen weiten Ausflug gemacht habe. Ja, scheiße. Das war mega blöde Runde jetzt zum Ende. Hier kann man zum Glück voll lang fahren. Ich hoffe mal, dass ich ein bisschen Zeit noch rausfahren kann. Nicht, dass ich nochmal eine Runde drehen muss, weil Spaß mit einer der längsten Strecken überhaupt. Ja. Na komm. Das reicht aber. Ja, das reicht. Das reicht. Ja, zurück in die Garage. Ich wollte halt, wie ihr seht, ich kann definitiv eine Sekunde besser fahren. Das heißt, wir landen sehr weit vorne. Wir können das ja gleich mal ausrechnen. Und ja, ich guck ganz kurz meine Zeit. Eine Sekunde besser. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Dann wären wir bei einer 1:51.0 und würden damit aktuell Zweiter werden. Aber na gut. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter direkt ins Qualifying und werden da dann... Ja, mal gucken, was wir da so abgeliefert kriegen. Also eine Sekunde ist definitiv machbar, dann wäre ich auf dem zweiten Platz. Ja, ich habe mich halt da ein bisschen hier und da ein bisschen verbremst, weil die Gänge leider noch zu hoch waren. Ein bisschen frühzeitig auf dem Gas, aber nichtsdestotrotz passt schon. So. Wir haben jetzt... Oh, neue Rivale, okay. Okay. Bin ich mal gespannt, wie er sein wird. Und er ist Kimi Räikkönen. Okay, Rangliste, Konstrukteur, 3., 7. und 97 Punkte. Ist auf jeden Fall machbarer Gegner als Hamilton. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende.
Ja, besser als 8, besser als Raikön und besser als Hülkenberg. Gut, sollte eigentlich, ist eigentlich definitiv machbar mit dem Auto, was wir jetzt haben. Jo. Ja, Forschung und Entwicklung. Die Frage ist jetzt, mache ich Treibstoffeffizienz besser? Das würde mich ein bisschen ranbringen. Oder vielleicht die Luftleitbleche oder Gewichtsreduktion oder sowas. Ja, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Weil Treibstoffeffizienz bringt nicht wirklich viel. Bringt mir aber im Endeffekt im Rennen wieder ein bisschen mehr, da ich länger im fetten Benzingemisch fahren kann. Es ist Zeit fürs Qualifying hier in Spa. La Source, Blanchimont, Eau Rouge, Namen von Kurven und Streckenpassagen, die jedem Formel-1-Fan auf der Zunge zergehen. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf Kennen wir den schon? geraden Al Ja, das kennen wir leider schon. Und ich würde sagen, wir bleiben in dem Setup. Oder gehen wir auf ein Zweier-Setup? Das ist jetzt so die Frage. Welches Setup sollen wir nehmen? Weil wir haben. Entweder lassen wir ausgewogen. Oder ein bisschen schnellere. Ne, komm, wir probieren mal. Setup 4, nicht 2. Setup 4. Und ich würde sagen, wir gehen mal zur Strecke. Mit natürlich einer fliegenden Runde. Weil jetzt haben wir nochmal ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, wir können nach der Eau Rouge, also nach dieser. Ja. Zwei Kurven nach der Schlängelkurve, also nach Kurve 2 und 3 und 4 da oben. Da oben noch mehr Speed mitnehmen. Das heißt, wir fahren nicht nur 352, sondern wir fahren, keine Ahnung, vielleicht 360 oder so. Ich weiß es nicht genau, was wir denn da jetzt an Speed kriegen. So. So, das Problem ist halt, Eriksson ist schon hier vor uns, das ist ein bisschen kacke. So, schön sauber rein. Er könnte echt ein Problem werden, da ich die Eau Rouge denn nicht so schnell kriegen kann, wie ich eigentlich gerne hätte. Das heißt, wir müssen leider einmal ein bisschen andere Streckenwahl nehmen und die Kurve ein bisschen abkürzen. So. Wie ihr seht, dann kommen wir nämlich auf 360. Können dann hier ein bisschen ordentlich rausbeschleunigen. Hier, ich bleibe hier mal am vierten. Weil ich finde, der fünfte ist zu hoch. Das heißt, wir rutschen weiter raus. Komm rum. Da war da wäre der vierte bedeutend besser gewesen. So, leicht mal anbremsen. Die Kurve kann tödlich enden, so wie ich sie jetzt fahre. War sie mega kacke, weil ich bin zu weit rausgerutscht. Hier relativ lange. Na komm. Also bis jetzt sieht noch ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht. Ich denke mal, ich warte erstmal die Endzeit ab. Weil ich bin am Überlegen, vielleicht noch eine zweite Runde zu fahren. Aufgrund, da Eriksson mir meine Linie mehr oder weniger zum Anfang kaputt gemacht hat. Okay, nein, brauchen wir definitiv nicht. Da brauchen wir definitiv nicht mehr irgendwie schneller fahren. 1,49 sollte uns eigentlich in die, definitiv in die Top 10 katapultieren. Zeiten. Oh, Sektor 2? Ich kann in Sektor 2 noch eine Sekunde schneller fahren. Ne, 1,7. Knapp 2 Sekunden kann ich da schneller fahren. Holy shit. Dann bin ich auf 9,47. Gut, ich hab die auch nicht perfekt gekriegt, ne? Gut, egal. Ja, egal. Ich hoffe mal, dass es nicht hier so weit kommen wird. Und ich würde sagen, wir beenden mal die Season und gucken mal, auf welchen Platz wir gelandet sind. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Alles klar. Erster Sorge geblieben. Und ich würde sagen, ich denke mal, das wird wieder so eine Runden so zeitmäßig, Videozeitmäßig sein von 15 Minuten.
Ich bin auf jeden Fall auf ein Rennen gespannt. Und ja. Wir sind jetzt auf 365. Wir kriegen die Punkte relativ schnell. Gut, das sollte passen. Wir kriegen die Punkte relativ schnell. Und ich denke mal, nach Spa gucken wir mal, was wir so machen können, um unser Auto weiterzuentwickeln. Und ich würde sagen, hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin raus. Ich bin Alabach 1993. Und nachdem ihr das Video hier geschaut habt, eventuell um 15 Uhr wird denn das Rennen kommen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie ich hier abschneide. Und deswegen haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.